Karl Habsburg-Lothringen auf dem Weg ins Kaiserhaus in Baden, wo ein Buch über seinen Großvater Kaiser Karl präsentiert wurde. Verfasst wurde das Werk über den Regenten, der 1916 im Ersten Weltkrieg das Erbe von Kaiser Franz Josef annehmen musste, von der engsten Mitarbeiterin von Otto von Habsburg. Kaiser Karl ist so ein bisschen der vergessene Kaiser, ne? Und dabei ist er eigentlich derjenige, der eine der tragischsten Persönlichkeiten des Hauses Habsburg ist. Er war derjenige, der eigentlich als einziger der europäischen Staatenlenker damals versucht hat, einen Frieden zu machen in diesem mörderischen Krieg. Am Ende ist er in die Verbannung geschickt worden, ohne materielle Mittel, und ist dort im Alter von kaum 35 Jahren tragisch gestorben. Er hat unter den schwierigsten Umständen eine Funktion übernommen. Man hat so, was ich bei ihm immer so faszinierend finde, ist die Tatsache, dass man das Gefühl hat, wenn man sich sein Leben anschaut, dass eigentlich nichts von dem funktioniert hat, was er umsetzen wollte. Das ist aber letztendgültig, wenn man sich das gesamte Lebenswerk anschaut und man sieht, dass er dann selig gesprochen wurde durch die Kirche und man da wirklich gesehen hat, in dieser Aufarbeitung seines Lebens, was er tatsächlich bewirkt hat, war natürlich das Leben schon erfolgreich. Erfolg ist keine Kategorie des Christlichen, und er ist ein Seliger und er hat für die besten Dinge gekämpft. Er ist daran gescheitert, aber das ist nicht das Urteil über ihn. Denken Sie daran, mal eine Biografie zu verfassen? Ich finde, dass es viel wichtiger ist, dass man sich Gedanken macht, wie man Dinge leisten kann, wie man etwas weiterbringen kann, als wie man das Ganze dann, wie man sich da weiterverkauft. Also das denke ich momentan überhaupt nicht daran.